So, Freunde, wir haben jetzt hier den Sinan. Sinan, erstmal schön, dass du da bist heute. Freut mich wirklich sehr. Ich freue mich auch. Wir machen eine Fußball-Challenge. Drei Challenges. Erste Challenge gibt einen Punkt, zweite Challenge zwei Punkte, dritte Challenge drei Punkte. Solltest du gewinnen gegen mich? Ich will nur dazu sagen, ich habe die letzte Folge gewonnen. Glücklicherweise, aber ich habe gewonnen. Solltest du gewinnen, muss ich ein Foto hochladen mit dem Text deiner Wahl. Das heißt, du darfst dann irgendwas drunter schreiben, irgendwie bist ein schlechter Fußballer oder so. Sollte ich allerdings gewinnen, dann gebe ich dir ein Trikot, was du verlosen kannst. Mit Unterschrift. Mit Unterschrift. Das heißt, es könnte einer von euch gewinnen, deswegen ich gebe natürlich mein Bestes. Und wir fangen an mit der ersten Challenge. Die erste Challenge ist schon wie beim letzten Mal Lattenschießen. Wir machen drei Durchgänge, fünf Versuche. Erster Durchgang mit dem starken Fuß, das heißt bei dir der linke, bei mir der rechte. Zweiter Durchgang mit dem schwachen Fuß, bei dir der rechte, bei mir der linke. Mhm. Und dritter Durchgang wieder der starke Fuß. Okay. Wir machen von Durchgang zu Durchgang, also wer pro Durchgang mehr trifft. Nicht so. Insgesamt, okay, okay. Sondern pro Durchgang. Ja. Du bist Gast, deswegen überlasse ich dir den Vortritt. Ja. Ja. Nein! Da war nicht, da war nicht. Stark, stark. Ich hätte schon vorlegen müssen, eigentlich voll mit rechts. Okay, okay. Der ist nicht gut. Der war wichtig. Der war der erste direkt ist geil, ja. Ah, der war nicht gut. Ah, der war auch nicht gut. Der war aber doch, der war knapp eigentlich, Alter. Aber? Zwei Stück, du führst. Mit rechts ist hart. Wie ist das bei euch im Training? Macht ihr auch manchmal so kleine Battles untereinander? Ja, in der Vorbereitung macht man dann sowas. So in der Saison machen wir das nicht so. Und was spielt man da? Abendessen oder? Der Verlierer zahlt. Wie oder Nackenklatscher. Wie oft hast du schon verloren? Sei ehrlich. Ich bin eigentlich immer gut dabei. Okay. Wenn ich ehrlich bin. Jetzt kommt rechter Fuß bei dir. Ja, mit rechts also, bin ich nicht gut dabei. Ah, ja, stimmt. Zweiter Durchgang, ich fange an. Also Joe, wenn die jetzt nicht gut kommen, dann blurst du einfach mein Gesicht und schneidest irgendein anderes Gesicht oben drauf, okay? Boah, der war nicht schlecht. War nicht schlecht. Oh, das ist der erste. Alter, was ist denn los mit dir, Alter? Du hast mich eben verarscht, wo du gesagt hast, du hast nie richtig Fußball gespielt. Ah, du bist ehrlich Linksfuß eigentlich. Guck dir die letzten Schüsse im Video mit Kevin an. Also wenn ich ein Linksfuß bin, die Kommentare wirklich, teilweise haben die echt wehgetan. Ja, da will ich die jetzt aber nicht von mir sehen. Verschont mich bitte. Oh. Egal, zwei sind gut. Zwei Stück. Ja, zwei ist gut. Zwei sind gut. Aber es geht um ein Trikot, deswegen ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, weil ich glaube, Torwandschießen und Elfmeterschießen wird nicht so. Mama mia. Scheiße. Wie viel hast du gemacht? Zwei. Zwei also Stück. Du bist schon drei vor jetzt, ne? Du hast erste Runde zwei gemacht, ne? Ja, genau. Aber es geht ja pro Runde. Ich habe die Ach erste so, Runde stimmt, gewonnen. Die erste Runde hast du gewonnen. Genau. Und die zweite hast du jetzt wahrscheinlich auch gewonnen, ja. Weil ich muss von drei Stück jetzt zwei machen. Um, genau. Ah! Man muss aber halt auch dazu sagen, Sinan, ich habe wirklich eine halbe Stunde, bevor du gekommen bist, ich habe schon geprobt. Das war die erste Challenge. Sinan, es steht 1-0 für mich. Es ist noch alles offen. Zweite Challenge gibt zwei Punkte. Ja. Dritte drei Punkte. Zweite Challenge ist. Was ist? Elfmeterschießen. Aber mit drehen diese? Mit im Kreis drehen. Aber von wo? Von Mittellinie? Von hier, ja. So und dann diese drehen, ne? Ja. Ach du Scheiße. Zehnmal. Zehnmal? Zehnmal. Wenn es sich so dreht, ich bin sogar manchmal, bin ich gar nicht zum Schuss gekommen. Ich bin einfach hingefallen. Ja? Ja, ja. Wo hast du sowas schon mal gemacht? Macht ihr sowas im Training? Wir haben das sogar mal im Training gemacht, ja, ja. Bei wem war das? Das war damals bei Hertha. Bei Hertha? Ja, ja. Krass. Okay, dann ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Los, ne? Eins. Zwei. Boah, scheiße. Acht. Schneller. Neun. Und zehn. Schieß. Boah. Schieß. Boah. Eins. Boah, gibt richtig Gas. Zwei. Drei. Vier. Komm, bist du schneller. Fünf. Zehn. Oh. Es ist nicht einfach. Aber der war gut geschossen. Eins. Zwei. Zwei. Zehn. Ja. Boah. Hirnfrost, Alter. Eins. Zwei. Oh, er macht schlau, er tippelt. Vier. Das ist ein guter Kameramann. Ein richtiger Drehwurm hier. Aber würdest du sagen, du bist guter Elferschütze allgemein? Ja. Also kannst du dich erinnern, wie viele Elfmeter du verschossen hast? Weniger eigentlich. Also wenn ich mal geschossen habe, dann war der eigentlich immer drin.
Okay, aber übt man sowas im Training? Ja, auf jeden Fall. Elfmeterschießen ist eigentlich das Druck. So, ja. Also, wenn du einen Elfmeter hast, dann... Und vielleicht vorher auch 10 Mal um den Ball drehen. Nee, das am besten nicht. Eins. Zwei. Komm. 9. 10. 10. Boah, der ging aber hoch, der war nicht schlecht. Wenn du den nicht machst, gehen wir ein bisschen weiter vor. Nee. Boah. 1. 2. 4. Wir gehen ein bisschen weiter vor. Man muss auf jeden Fall dazu sagen, du gibst auch als Torwart eine gute Figur ab. Warst du schon immer offensiv? Ja. Oder hast du auch mal, es gibt ja viele Fußballer zum Beispiel, die in der Jugend Stürmer waren und dann irgendwie im Herrenbereich umgewandelt wurden zu Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger? Ja, das ist aber dann, also meistens so vom Offensiven ins Defensive so. Aber dir war von klein auf? Ich war immer offensiv, ja. Aber zu welchem Zeitpunkt hast du so gemerkt, also dass da halt was da ist? Also dass du so ein bisschen besser bist als die anderen? War das schon wirklich so zur F-Jugend, E-Jugend, dass du da irgendwie 5 Tore pro Spiel gemacht hast? Eigentlich nicht so. Damals war einfach so, Kicken hat mir Spaß gemacht. Ja. Dann haben wir mit der Grundschule damals haben wir bei so einem Schulturnier mitgemacht, ja, wo ich dann bester Spieler geworden bin. Und dann wurde ich zu Gladbach eingeladen, zu so einem Talentförderungstraining. Und die haben dich damals auf diesem Schulturnier tatsächlich entdeckt? Ja, und dadurch bin ich dann ein Jahr später oder so zu Gladbach dann gewechselt. Okay. Weil ich noch. Wie alt warst du da? 11. Okay. 11 oder 12. Und hast dann von dort an alle Jugendmannschaften bei Gladbach? Ja, war ich nur bei Gladbach. Ja. Okay. Aber krass, ne? Dass das wirklich halt auch über so ein einfaches Schulturnier, wo du eigentlich nur Spaß mitmachst. Ja, wirklich. Also da waren wir ja noch wirklich kleine Kids, die einfach Spaß am Fußball hatten. Ja. Haben wir da mitgemacht, haben wir gewonnen und ich wurde dann noch bester Spieler und dadurch bin ich dann zu Gladbach gekommen eigentlich. Und ich werde jetzt hoffentlich bester Dreh-Penalty-Schütze hier in diesem Video. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Schnell. 1. Schnell. 2. 3. Boah, Bruder. 4. 5. Was war das denn? Für ein Diver. Das erwarte ich jetzt von dir auch. 3. 4. Aber den hast du stark gemacht. Den hast du sehr stark gemacht. Du kannst dich ja gar nicht mehr konzentrieren, wo du hinschießen willst. Du schießt einfach drauf, ey. 3. 4. 5. Ist noch was? Der war zu wild. Zweites Spiel, es steht 2-1 für dich. Richtig. Deswegen, jetzt kommen wir zur finalen Runde, Torwandschießen. Letzte Challenge gibt 3 Punkte. Das heißt, es wird auf gar keinen Fall unentschieden ausgehen. Wir gehen Torwandschießen. Ja. Hast du schon mal gemacht, oder? Nee. Noch nie gemacht? Nee. Sorry. Manchmal. Hast du noch nie Torwand geschossen? Wo denn? Wann denn? Okay, Torwandschießen, aber kennst du 3 Runden? Warum glaubst du mir aber nicht, dass ich noch nie Torwandschießen gemacht habe? Ja, Fußballer. Du hast irgendwo schon mal Torwandschießen? Noch gar nicht? Nee. Nirgends? Nee. Okay, krass. Premiere. 3 unten, 3 oben? Ja. Wir machen 3 Durchgänge. Das heißt, insgesamt jeder 18 Schüsse. Wer von den 18 Schüssen mehr reinmacht, hat das letzte Spiel gewonnen und hat das Video gewonnen. 1. Nichts passiert. Oh, der war nicht schlecht. War nicht schlecht. Okay, der war nicht gut. 1 von 6. Ach du Scheiße. Oh! Der war knapp, ne? Ja. Oh, den macht er stark. Oh! Stark, 1-1. Sinan, es steht 1-1. Es steht 1-1. Das wird ein ganz enges Match hier. 2. Oh! Der war auch nicht schlecht. Oben werden immer besser. Da habe ich dich doch gerettet. Hast du von klein auf irgendeinen Spieler gehabt, wo du gesagt hast, ey, das war schon immer dein Vorbild, dein Idol? Ja, eigentlich Messi. Messi war Messi? Immer so, ja. Auch Linksfuß, wie du, ja, auch Offensivspieler? Ja, ja, der war immer so, ist ja bekannt, dass er einfach Weltspitze ist und war schon für mich immer, auch damals schon, einer, auf den ich immer geguckt habe. Ich habe jedes Spiel immer von Barcelona geguckt, allein nur wegen Messi. Ja, dann würde ich mal sagen, es steht wie viel steht es? 2-1, ne, für mich. Für dich. Okay, du hast, aber du musst noch 3 nachlegen. Ja, 6 nachlegen. 6. Stark. 2-2 ist ihn dann. Ich muss nochmal einen Vorsprung jetzt hier auf. Ich hoffe tatsächlich nicht. Ich würde wirklich, wirklich gerne das Trikot verlosen. Oh, 3-2. 3-2?
Schnapper. Einen hast du gemacht, ne? Ah, ich glaube schon, einen wirst du auf jeden Fall machen. Ja. Safe. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich gehe stark davon aus auf jeden Fall. Oh, ganz stark. Sinan, ganz direkt stark. Oh, der war nicht drin. Der war nicht drin. Oh, den macht er ganz stark. Oh, den macht er auch ganz stark. Oh. Überragend, überragend. Also nicht nice. Ja, ich muss mich tatsächlich geschlagen geben. Aber war eng. Ja. War eng. So, Challenge ist vorbei. Ich habe verloren. Deswegen schaut jetzt gleich bei mir bei Instagram vorbei. Da ist ein Foto online gegangen mit dem Text deiner Wahl. Genau, und mit dem Trikot. Da lasse ich dir auf jeden Fall eins zukommen. Auch wenn du verloren hast, aber. Weil ich mich gut geschlagen genau, habe. Genau, weil du dich gut geschlagen hast, lasse ich eins da. Sehr korrekt. Deswegen schaut auf jeden Fall in der Weihnachtszeit mal vorbei, da verlosen wir das Ganze. Falls ihr sagt, ey, mach mal einen zweiten Teil mit Sinan, vielleicht verbringt man einen Tag miteinander, quatscht mal ein bisschen, lasst auf jeden Fall ein Video einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare. Und ganz, ganz wichtig, das muss ich jetzt immer am Ende des Videos sagen. Abonniert die Glocke. Ganz, ganz wichtig. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.